Einen wunderschönen guten Morgen hier zu den Paracelsus Online-Tagen 2020. Moin, hier schöne Grüße aus Gut Rosenbraken. Ja, ich bin der Dirk Gröse und das hier ist die Inge. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, was hier eine dicke Taube auf dem Tisch sitzt. Ja, unsere Inge ist immer mit dabei, aber ihr habt richtig eingeschaltet. Ja, das Thema jetzt das Meerschweinchen, das schöne, gute Meerschweinchen, ja. Wir arbeiten hier gleich so ein bisschen auch mit Folien, natürlich auch hier live ein Untersuchungsgang. Ich habe uns... Inge streckt sich, sie fühlt sich wohl, ne? Ich habe uns einen schönen Patienten einbestellt, Tattoo, ein Bock, ein Kastrat. Und den haben wir jetzt übernommen und der Tattoo, der wurde ein bisschen falsch gefüttert. Der hat Probleme mit den Augen, aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht so spoilern im Vorfeld. Wir schauen uns erstmal ein paar Folien an. Ich sage euch erstmal, worauf es ankommt beim Untersuchungsgang der Meerschweinchen. Ja, und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Eine Stunde haben wir. Ich schalte euch direkt auf die Folie und wir fangen mal direkt an. So kennen wir das Meerschweinchen. Pummelig. Ja, schönes Fell, unten schön neugierig und aufmerksam. Andere Kulturen kennen das Meerschweinchen so. Ja, gut, da gehe ich jetzt mal direkt rüber. Was müssen wir wissen für Kenndaten? Was müssen wir wissen von den Meerschweinchen? Erstmal ein ganz wichtiger Aspekt vorweg. Zu 90% werden Meerschweinchen eigentlich falsch ernährt. Hört sich doof an, ist aber so. Ja, das heißt, es wird ganz viel über Müslis gearbeitet, über synthetisiertes Futter, über Pellets. Ich glaube, die Inge hat mir gerade hier verlaufen. Ja, und dann ist sie so cool und bleibt einfach stehen. Na egal, mit Pellets gefüttert. Ja, und das führt zum Beispiel zu Verdauungsproblemen. Ja, das heißt also hier, das Meerschweinchen ist auf Faserkost angewiesen, auf Heu, auf Gräser und auch natürlich was zum Nagen. Wir schauen uns die technischen Daten eines Meerschweinchens mal an. Sie kommen aus Südamerika. Ja, jetzt sagt ihr, wie aus Südamerika? Wie haben die vom Zoofachhandel gekauft? Ja, Abstammung kommt aus Südamerika. Und das Schöne ist, schaut euch mal die Lebenserwartung an, ja, 15 Jahre, ja, und die durchschnittliche Lebenserwartung, die sieht schon wieder ganz anders aus. Die liegt dann hier bei bis zu 8 Jahren maximal und teilweise bei falscher Fütterung, bei falscher Haltung natürlich noch weniger. Für uns gleich wichtig, wenn wir den Tattoo auf dem Behandlungstisch haben, das sieht dann so aus. Hier seht ihr noch unseren Patienten, den wir im Vorfeld hatten. Ja, Red von Angry Birds, den habe ich dann nur so als Dummy hingestellt. Eigentlich sollte der da gar nicht mehr sitzen. Ihr seht, dass da schon rechts stehen eine Waage. Das heißt auch hier, das Gewicht ist wichtig, ja, dass man natürlich hier dann weiß, wie schwer sollte so ein Meerschweinchen eigentlich sein. Das heißt, das Weibchen ein Grundgewicht zwischen 800 und 1200 Gramm. Hierzu muss man sagen, dass man zum Beispiel auch die Meerschweinchen outdoor halten kann, im Winter zum Beispiel auch draußen, aber unter der Voraussetzung, dass es natürlich hier einen isolierten Rückzugsort gibt, ja, nicht, dass wir dann morgens aufwachen und wir haben da Eismeerschweinchen, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, sie sind aber in der Lage, das relativ gut zu kompensieren, aber nur unter der Zunahme von Körpergrundgewicht. Das heißt, die können auch schon mal an 1300, 1400, ist dann aber schon wirklich die absolute Obergrenze, weil sie sollen ja nicht verfetten, sondern sie sollen sich eine natürliche Fettisolationsschicht gegen Kälte anfressen. Die Böcke wiederum, ja, die gehen im Grundgewicht schon bis 1400 Gramm. Verstehe ich eigentlich gar nicht so. Ja. 1400 Gramm, für uns gut, ja, so nach dem Weight Watchers Punktesystem ist das natürlich positiv, ja. Die Gehirnmasse 4,5 Gramm, fast identisch mit manchen Menschen. Die Zitzenzahl hier 2 beim Bock und 2 beim Weibchen.
Ja, also ganz wichtig, der Bock hat rudimentäre Zitzen. Wir hatten das schon mal bei uns in der Praxis, da kam eine Dame rein und hatte eine Zecke entfernt von einem outdoor gehaltenen Meerschweinchen und die hat geblutet wie Sau, wie Meersau. Und was war hier passiert? Die haben die Zitze des Bocks verwechselt mit einer Zecke, haben dann eine Pinzette genommen und haben sich gewundert, warum diese Zecke sich so verdammt hart verbissen hatte. Und haben die dann halb ausgerissen. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte für euch. Ihr wisst es wahrscheinlich, dass Meerschweinchen, Männchen und Weibchen zwei Zitzen. Beim Mädel wollte ich gerade sagen. Beim Weibchen sieht man, das ist deutlich ausgeprägt. Zähne, je zwei Schneidezähne und 8 Backenzähne. Und diese Schneidezähne, die haben auch Programm, ja. Das heißt, die können wirklich schneiden. Das heißt, wenn ihr wirklich so ein Meerschweinchen mal auf dem Tisch habt und das ist ein bisschen unkooperativ, passt bitte auf. Das sind Priester des Todes. Auch wenn sie noch so kuschelig und fuschelig und kuddelig sind, wenn die einmal zuhacken, dann ist es wirklich Holland in Not. Jetzt kommt's. Wachstumsabschluss nach 12 Monaten. Aber schaut mal den letzten Punkt unten an, was dort steht. Das ist die Geschlechtsreife. Alter Verwalter. 3 bis 4 Wochen alt sind die Weibchen geschlechtsreif. Und das ist so ein bisschen doof gelöst, das Problem von Mutter Natur. Ja, das heißt also hier, eigentlich sind es noch Babys, sind aber vom Apparat her, von den gonadotropen Organen, also sprich auch hier von den Geschlechtsdrüsen beziehungsweise von den Geschlechtsorganen schon reif und könnten theoretisch schon was austragen, sind aber natürlich dementsprechend überhaupt vom Körperbau nicht in der Lage. Bei den Böcken ab 3 Wochen oder, und jetzt kommt's, total gemein, bei einem Grundgewicht von 250 Gramm. Ey, was sind denn 250 Gramm? Ja, da kriegt man so ein kleines Meerschweinchen, oh, guck mal, oh, ist der süß, oh, oh, guck mal, wie er macht, oh, streiche. 300 Gramm und dann setzt man den in dieses Meerschweinchengehege rein. Da sind natürlich dann schon andere und auf einmal hört man so und man denkt sich, was hat der denn, tut ihm was weh? Ja, dem tut was weh, ja, das 5. Bein tut dem ganz gewaltig weh, ja, der will nämlich da rumbrunzen, ja, und will an die anderen Mädels ran, ja, und das wirklich mit 3 Wochen oder halt, wie er hatte, halt mit 350 Gramm. Ey, stellt euch mal vor, das wäre bei Menschen so, ja, dass so ein Junge da schon rumläuft mit einem Grundgewicht von 5 Kilo und so, Mama, Mama, ja, geht nicht. Und das ist nämlich das Problem, die gehen nämlich überall bei, die kennen auch ihre Mutter dann nicht mehr oder ihre Geschwister und das ist das Schlimme. Das heißt, irgendwann kommen dann Leute bei euch in die Praxis und sagen dann dementsprechend, ach, gucken Sie mal hier, ich glaube, die hat Krebs. Dann guckt man sich dieses 12 Wochen alte Meerschweinchen an, ja, und sagt sich, nö, die ist tragend. Ja, wie konnte denn das passieren? Ja, da war wohl irgendeiner von den Geschwistern halt schneller. Dass das natürlich zu Missbildungen kommt, Inzucht, ja, Inzest, das brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten. Das kommt aber leider oft vor, weil man es vielleicht gar nicht erst relativ schnell sieht. Aber ich zeige euch gleich nochmal, wie man das Geschlecht gezielt bestimmt. Ja, schauen wir uns das Meerschweinchen mal von innen an. Das sieht so aus. Mein Sohnemann, der Michel, der unterstützt mich gleich am Behandlungstisch, der hat heute Morgen auch gesagt, Mensch, wollen wir uns so Meerschweinchen nicht von innen mal anschauen. Und ich sage, ja, mache ich auf einer Folie. Er meinte das ein bisschen anders. Das spare ich euch jetzt. Das bieten wir dann an in unseren Sezierkursen hier auf Gut Rosenbrag. Ja, wenn wir uns jetzt mal das Meerschweinchen so anschauen, also jetzt hier wirklich in der Grafik, da fällt uns auf, dass fast zu 3/4 dieses Meerschweinchen aus Därmen besteht. Ja, das heißt, das Meerschweinchen an sich selber vom Magen her ein Stopfmagensystem, ja, das Meerschweinchen selber muss immer schön fressen, 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 fressen und Voraussetzung dafür natürlich, dass die Zähne, die Incisivi und die Präpromularen natürlich dementsprechend absolut intakt sind und das Meerschweinchen fressen kann und auch fressen kann, denn es ist leider nicht immer gegeben, dass es natürlich Fasern,
dementsprechend zu fressen bekommt. Also sprich Faseranteil, wie zum Beispiel Heu. Relativ großen Magen bzw. großen Verdauungstrakt den des Meerschweinchens. Und das Problem ist dadurch, dass das halt hier ein relativ, ja wie soll ich das sagen, der frisst eigentlich 24 Stunden, vielleicht mal ein bisschen Ruhepausen dazwischen, sind die auf die Koprophagie angewiesen. Das Wiederverwerten des Kots, da gibt es einen bestimmten Kot, ein Dickdarm bzw. die Tür ist zu, Blinddarmkot, den Dickdarmkot, ja, und die müssen den wieder aufnehmen. A, um Proteine bzw. Reststoffe aus der Verwertung wieder aufzunehmen und ein Bakterienabklatsch. Das heißt, wenn irgendwann natürlich einer bei euch in die Praxis kommt mit einem Meerschweinchen und das Meerschweinchen frisst seinen eigenen Kot und die Leute finden das total ekelhaft. Der hat irgendwelche Defizite, der frisst seinen eigenen Kot. Völlig physiologisch. Hasen, Meerschweinchen machen das. Hamster auch. Ja, das heißt also hier wirklich immer Obacht. Inge hier nicht auf die Fernbedienung kacken, wenn. Ja, machen das völlig physiologisch. Voraussetzung ist aber, dass dieser Kot, der wieder aufgenommen wird, auch gebildet werden kann, dass ein hoher Anteil Fasern dementsprechend im Futter enthalten sind. Also wenn ich von Faser rede, sind das immer Pflanzenfasern vom Heu, vom Stroh. Und jetzt guckt euch einfach mal um, was ist in den Müslis drinne? Luzerne, 1 Zentimeter groß geschnitten und der Rest ist dementsprechend halt, hier geht's gut, ne? Dementsprechend halt Brotreste, Getreide, die eigentlich so gar nicht ins Meerschweinchen rein sollen. Ein Schwerpunkt, wo wir uns heute noch drüber beschäftigen, das sind zum Beispiel Atemwegserkrankungen. Das heißt jetzt gerade im Winter, ja, die Heizung wird angemacht, der Kamin wird angemacht, die Fußbodenheizung, ja, wird angemacht. Teilweise kann das dazu führen, dass das Meerschweinchen etwas überhitzt. Ja, und das ist eigentlich so der Tod bzw. der Atemwegsorgane. Ja. Das heißt also hier trockene Luft, ja, auch staubiges Heu oder Einstreu, ja, sorgen praktisch dafür, dass die Atemwegserkrankungen dementsprechend relativ schnell kommen. Man kann hier natürlich gegensteuern. Luftfeuchtigkeit bei 65-70% relativ. Ja, das heißt für euch in der Praxis sollte das dann so, nee, den wollte ich gar nicht, wollte mich da einblenden, so, da bin ich. Ja, sollte natürlich so sein, dass man sich so ein Hygrometer mal holt hier. Opa, alte Leute, die haben sowas, aber was ich euch empfehlen kann aus der Terraristik für die Terrarien, da gibt es schon digitale mit Sensor, die legt man hin, drückt auf den Knopf, der misst innerhalb von Sekunden, ja, 30 Sekunden brauchen die, glaube ich, ja, die Luftfeuchtigkeit. Das ist für euch schon mal ein super Indiz. Warum hat das Tier verkrustete Nasen oder ja, warum hat es Atemwegprobleme? Weil natürlich die Luft zu trocken ist. Das merkt man aber meistens dann schon bei den Menschen. Das heißt, wenn sie zu feucht ist, ja, wenn man wirklich die Meerschweinchen so relativ feucht hält, ja, kann das natürlich hier auch zu Pilzsporen oder Pilzbildung kommen. Was will ich damit sagen? Heu wird innerhalb von 6 bzw. 4 bis 5 Wochen bei falscher Haltung zum Allergenträger. Auch da direkt drauf achten. Verkrustete Nasen. Ich zeige euch mal eben so eine verkrustete Nase. Inge sitzt ein bisschen vor dem Monitor. Ja, die sieht dann so aus. Ja, das heißt, so eine verkrustete Nase kann aber auch andere Gründe haben. Meerschweinchen mögen zum Beispiel, obwohl sie es gar nicht dürfen, Erdbeeren oder Bananen. Oh, das ist so süß und ist so zuckrig und so lecker und macht so schön Durchfall, den wir eigentlich als Meerschweinchen gar nicht gebrauchen können. Aber manche Leute finden das halt total lustig, wenn die Meerschweinchen sich um eine Banane kloppen. Und dann kommt ihr da an und seht dieses Meerschweinchen dort sitzen mit so einer verschmierten Nase. Und natürlich, klar, denkt man als erstes,
Guten Morgen, Inge. Ich muss meinen Schutzanzug anziehen. Ich habe hier wirklich einen Keim, ja, und dabei ist das nur Banane. Bitte kommt nicht auf die Idee, da dran zu riechen. Ja, da nimmt man dann seinen Finger, pröpelt da ein bisschen was ab und riecht da dran. Bitte, eure Nase bewegt sich niemals in die Nähe des Meerschweinchenmauls, ja, nur um da dran zu riechen. Das geht irgendwann zack, ja, und ihr habt schön im Septum Piercing. Ja, aber nichtsdestotrotz, danach wächst euch noch eine Elefantennase, die ist nämlich hochentzündlich und ihr habt irgendwann so einen Gumpen im Gesicht, so einen richtig schönen Gesichtserker. Und dann sagt ihr nämlich, ja, hey, herrlich, ich wollte einfach nur mal dran riechen. Atemwegserkrankung. Ganz wichtig, hier immer die Situation abklären, wie konnte es dazu kommen? Mangelhaftes Futter, Infektionen. Und dann hier beim Thema Infektionen fragt ihr natürlich gleich, sind noch andere Tiere betroffen? Haben noch andere Tiere, also andere Meerschweinchen in dieser Haltung, ja, noch diese Erkrankung? Und dann sagen die Besitzer euch, ja, nee, wieso, wir haben ja nur eins. Und da fängt es nämlich schon wieder an. Ja, das heißt natürlich hier, Meerschweinchen-Einzelhaltung ist Tierquälerei, das geht nicht. Die müssen immer mindestens zu zweit, Inge, aufs Tablet kannst du nicht, geh mal ein Stück rüber. Ah, so, da mach jetzt mal Sitz. Kann nicht sein. Inge will hier das Tablet bedienen. Ja, die müssen natürlich vergesellschaftet werden, sonst geht es überhaupt nicht. Ja, und da greift man dann schon ein. Jetzt haben aber andere Tiere diese Symptomatik nicht. Das kann natürlich sein, dass gerade diese Meersau zum Beispiel gerade das Immunsystem ein bisschen runtergefahren hat, vielleicht durch eine Infektion, die man so gar nicht gesehen hat. Ja, vielleicht eine Irritation an den Füßen, eine wunde Stelle, ein entzündlicher Prozess oder, was ganz oft kommt, die Vitamin C-Unterversorgung bei falschem Futter, bei falscher Haltung. Das heißt, wenn man hier aufs Futter nicht achtet, man sagt immer so, die Tiere sollten wirklich das beste Futter der Welt kriegen. Das ist genauso wie bei uns auch, kann es zu Aufgasungen kommen, das heißt zu Fehlgärungen, zu Blähungen. Und jetzt denkt ihr natürlich, okay, wie riecht denn so ein Meerschweinchenfurz? Ja? Das Problem ist, die können so gar nicht pupen. Ne? Das heißt also, man kommt da nicht hin und sagt so, oh, ist ja gut, fiep, fiep. Mit Glück, ja. Meistens ist es aber wirklich so, dass es zu massiven Fehlgärungen kommt und diese Fehlgärung, diese Blähungen zu dem Erkrankungsbild der Tympanie führen. Die blähen dann auf. Und wenn ich aufblähen sage, ich glaube, wir haben gleich noch ein so ein Bild, so ein Meerschweinchen nimmt dann schon mal Handballgröße an. Die Frage ist, was passiert da? Platzen die irgendwann? Ja, die platzen aber nicht äußerlich, sondern die platzen die Därme innerlich auseinander. Ja, das heißt, Ursache von Blähung, zur reichliche Gabe von ungewohntem Futter, nasses Obst, Gemüse, ja, kann zu Fehlgärungen führen. Gespritztes, nicht gewaschenes Obst, ja, oder halt dementsprechend abgesammeltes Futter, was schon gegärt ist, ja, also was zum Beispiel schon unten liegt, ja, beim Discounter, so Kohlrabi-Blätter, die da schon den ganzen Tag rumvegetiert haben, die nicht mehr frisch sind, die so sich so anfühlen wie eine Gummidichtung, ja, oder halt, dass man hier Gras gemäht hat und das Gras den ganzen Tag mitgenommen hat. Ja, kennt ihr selber, die Meerschweinchen fressen das relativ gut und gerne, ja. Aber wenn man Rasen gemäht hat und man hat so einen Haufen dahingeschüttet und kommt nach einer halben Stunde wieder an, stellt man auch fest, dass da sich drin Wärme bildet. Das heißt, dieser Zersetzungsprozess, dieses Gären fängt schon an. Oder wenn man mit Pferden zu tun hat oder mit Milchvieh, wenn man Heu gepresst hat und das zu früh reingefahren hat, dann kann sich so ein Heuballen aufgrund der Hitzeentwicklung im Kern auch schon entzünden. Ja, so viel Gärprozesse solche Gärprozesse können halt dazu führen. Jedes blähende Futter, Kohl, Hülsen, Klee und Zwiebelgewächse kennen wir auch. Ja, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja, jede Bohne ein Knall. Ne? Ein Knall. Ja, das knallt dann wirklich. Das heißt für euch muss man hier immer so eine Notfallapotheke dabei haben. Da gibt es so ein paar markante Mittel, die man halt geben kann. Ja, zum Beispiel Saab-Simplex oder Lefax. Saab-Simplex kennen die unter euch, die vielleicht sogar noch ein
Kind haben, so bei Blähungen oder 3-Monats-Koliken hat man schon mal so, ich weiß nicht, ich glaube auf 150 Milliliter 3 Tropfen Saab Simplex. Ich könnte jetzt den Michel fragen, ob er sich noch daran erinnern kann, kann er natürlich nicht mit 17 Jahren. Ja. Woran merke ich jetzt, dass ein Meerschweinchen Blähungen hat? Klar, die Umfangsvermehrung setzt ein, wir sehen gleich nochmal so ein Foto, ja, und ihr seht hier Apathie, Unwohlsein, vermehrte Herztätigkeit. Ja, vermehrte Herztätigkeit ist so eine Sache, so eine Herztätigkeit, die liegt bei einer Grundfrequenz von 230 bis 280 Schlägen. Ich habe für heute hier vorbereitet keine Auskultation am Herzen, da hättet ihr nichts von. Wir haben hier mal so ein Pulsoximeter, was wir sonst für die Hunde einsetzen. Ich will mal versuchen, ob wir es beim Meerschweinchen ans Ohr ranbekommen. Und ob wir dort dann halt mal die Frequenz ablesen können. Ja, weit aufgerissene Augen, das sind Schmerzen. Die Gedärme zerbersten praktisch innen drin, sind aufgeblasen wie so Schlangenluftballons, wo man sonst so Hundefiguren und Pferdefiguren mit knotet. Ja, und die quälen sich. Das Röcheln setzt dann natürlich auch irgendwann ein, wenn dieses Aufgasen so weit fortgeschritten ist, dass die Lungengrenzen auch natürlich nach kranial verschoben sind. Ja, dass natürlich hier gar nicht mehr vernünftig geatmet werden kann. Schauen wir uns mal so ein Bild an von so einer Meersau, die sieht dann so aus. Ja. Das heißt, alles, was hier nach rechts aufgegast ist, man könnte jetzt auch sagen, das ist ein relativ dickes Tier. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man hier deutlich, dass das Tier halt hier eine leichte, schon fast das Doppelte an Körpergröße. Es ist dementsprechend aufgegast. Und die Frage ist, was kann man machen? Wie gesagt, man kann versuchen, und wie gesagt, ich sage hier bewusst, versuchen mit Saab Simplex, Lefax, man sollte gegen zu arbeiten, man sollte auf keinen Fall halt hier dementsprechend irgendwie versuchen mit Massagen zu arbeiten. Hier steht auch noch drin beschrieben in diesem Text, dass man bei Rosetten bzw. so Swiffer, Meerschweinchen sage ich da immer zu, dass man das gar nicht so sieht. Die sitzen dann da einfach rum. Wenn man die dann aufnimmt, wenn man sie anfasst, sieht man dann halt dementsprechend, dass sie dann doch sehr, sehr schmerzhaft sind. Das heißt, man fasst dieses Meerschweinchen an und das Meerschweinchen quiekt und schreit, weil es natürlich massive Schmerzen hat. Das ist eine absolute Notfallmedizin. Wie gesagt, zum Entkrampfen und zum Blähen, zum Entblähen, kann man dann auf jeden Fall mit Saab Simplex und Lefax da gegenarbeiten. Hier steht es auch nochmal, ja, muss ich mal eben gucken, Dimethikon kann man geben, 3 bis 6 Mal und natürlich auch hier Saab Simplex. Ja, wenn sich längerfristige Verdauungsproblematiken einstellen, auch hier das Colosan von der Firma Schette kann man halt auch geben. Als Notfallmedizin bzw. als Tropfen vor Ort empfehle ich dann. Aber also wenn ihr das in euren Köfferchen mitnimmt, Saab Simplex. Wenn dann längerfristige Verdauungsproblematiken sich einstellen, dass der Kot nicht richtig geformt ist, dass das also nicht diese kleinen Würstchen, die seht ihr gleich, dort halt drin sind, ja, sondern mehr so schmierige Sachen, kann das auch dahin führen, dass man dann eine Dysbakterie hat zum Beispiel. Das heißt, hier würde man einfach beigehen und würde zum Beispiel den Kot von anderen Meerschweinchen aufsammeln und dem Tier zu fressen anbieten, damit sich hier dementsprechend die Darmflora halt wieder regeneriert bzw. nimmt das Tier das schon von alleine auf. Das heißt, wenn man eine Gruppenhaltung hat, ja, kommt das eigentlich dementsprechend gar nicht so ins Greifen, wenn denn sind alle Tiere erkrankt. Ansonsten nimmt sich dieses kranke, schwache Tier schon die Sachen von den anderen Tieren raus. Auch von den Weibchen natürlich, da gibt es dann keine Geschlechtsunterschiede, wo man sagt, okay, von dem Weibchen schmeckt es dann besonders gut. Nein, da wird dann von jedem Tier was genommen. Aber dafür muss man erstmal wissen, ja, was, wo, wie erkenne ich eigentlich so ein Männchen oder wie kenne ich so ein Weibchen. Ja? Jetzt denkt ihr natürlich, na klar, erkenne ich das Männchen an den Hoden, an den Klöten. Ja, theoretisch ja. Praktisch nein. Ja, auch Hoden können leicht hochgezogen werden im juvenilen Alter. Man erkennt das einfach relativ gut daran, ja, dass beim Mädchen, oh, ich sag beim Mädchen, goldig, ja, nein, macht ihr natürlich nicht. Beim Weibchen, ihr dreht das Meerschweinchen auf den Rücken. Wir gucken uns das gleich nochmal in Ruhe bei unserem Patienten an. Der Michel wird dazu dann unsere mobile Kamera
dementsprechend führen und wird dann euch direkt, ja, wie soll ich sagen, Meerschweinchen-Hintern zeigen. Ja, müsst ihr halt mal mit durch. Also, das heißt, beim Weibchen hat man ein Y. Ja, also so gezeichnet ein Y, ja, und oder man erkennt dort gut ein Y. Ich muss mich kurz schauen, ich glaube, das ist auf der nächsten Folie ein bisschen größer. Hier sieht man es, ja, die Scheide Y-förmig. Und jetzt steht da noch so ein Begriff, da sind Zitzen mit drin. Ja, das Komische ist, beim Bock sitzen die Zitzen da auch. Ja. Beim Bock wiederum sieht man so ein I. Also so ein I, ne? Ein Strich mit einem Punkt drauf. Und dreimal dürft ihr jetzt raten, für was der Punkt eigentlich da ist. Oder was der Punkt ist. Richtig, das ist das Mopi, ja? Der Penis. Und im unteren Bereich, also links unten, seht ihr auch, man kann den Penis auch vorlagern. Wir haben auch gleich einen Kastrat. Da zeige ich euch dann mal die kleine Fleischpeitsche, ja, wie die dementsprechend gut vorzulagern ist. Weil Böcke haben nämlich so ein Problem, das ist die Perinealtasche. Die erkläre ich euch auch gleich noch. Die haben Weibchen auch, ja, aber nicht so ausgeprägt wie beim Männchen. Die Perinealtasche befindet sich rechts und links um den Anus drumherum, ja, so ein bisschen versteckt. Und in diesen Perinealtaschen sitzen Drüsen drin. Ja. Drüsen, die ein Sekret absondern, was zur Reviermarkierung und auch zur Darstellung genutzt wird. Ich bin jetzt bereit. Mädels, kommt in zu reichen Zahlen. Ihr werdet alle beglückt. Ja. Und das Problem ist, die Mädels achten da sehr auf Sauberkeit. Natürlich auch hier, wenn sie zu fett sind und einen zu großen Kessel haben und sie kommen dort mit dem Maul halt nicht mehr ran. Denn sieht man das daran, dass A, der Rücken nicht mehr vernünftig gepflegt wird. Der ist dann so strubbelig dreckig und die Perinealtaschen verkleben. Das ist das große Problem. Und die Jungs, denen ist das so ein bisschen, die lassen sich teilweise gehen. Das Problem an der ganzen Geschichte, ja, wir schauen nochmal eben hier, da habe ich noch so ein Bild. Ich schnack einfach mal weiter. Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, dass sich hier Staub, Dreck, Haare und unter Umständen auch Kot verfilzen kann. Ja, und das kann so weit führen, ich gucke mal eben zwei Folien vor. Schaut mal, das kann dann irgendwann so enden, ja, dass sich das Meerschweinchen nicht mehr entleeren kann und hinten die Perinealtaschen dermaßen verklebt, angeschwollen und zugelaufen sind, dass sich dementsprechend hier der Kot halt aufschoppt. Und das ist natürlich dann the worst case, müsst ihr euch vorstellen, dass man dann hier dementsprechend halt Probleme hat. Wie macht man die jetzt sauber? Auf keinen Fall mit Desinfektionslösung oder Reinigungslösung. Da ist ein eigenes Milieu drin, ein eigener pH-Wert, ein eigener pH-Haushalt, ja, mit einem Q-Tip oder halt mit so einem langen Q-Tip, die kann man im Laborfachhandel oder im medizinischen Fachbedarf bestellen und den wäscht man dann ganz vorsichtig auf. Warum keine Öle, keine Fette? Das Problem ist, sobald das wieder so ein bisschen so eine Adhäsionskraft, klebrig ist, sammeln sich dort wieder Fremdstoffe, wie zum Beispiel Heu, Staub, Heuschnitzel, Dreck, Sand und schon hat man dementsprechend eine wiederkehrende oder eine chronische Entzündung da drin. Wenn wir uns das Bild so anschauen, ja, sehen wir hier auch schön den Hodensack und schön den Penis, der hier jetzt deutlich vorgelagert ist. Ja, wir sehen oben im Bereich diese Fettdrüse, was ich schon sagte, wenn die zu fett sind, dass die dann nicht rankommen. Man sieht die Penisvorhaut, man sieht den Anus und den rechten und linken Hoden. Den werden wir gleich bei unserem Patienten nicht sehen, weil das, wie gesagt, ein Kastrat ist. Und der hat es dann schon hinter sich, was die Problematik der Zeugung angeht. Der ist dann ganz ruhig, ordnet sich so runter, ja, lässt sich so ein bisschen von unseren Mädels hier ein bisschen lang machen. Ja, schauen wir uns das nächste Bild mal an. Ja, hier sehen wir ein Mädel, ja, schön Meerschweinchen hintern am frühen Morgen. Ja, haben wir auch hier, mündet in die Perinealtasche hinein. Ja, also dran vorbei eigentlich, wenn man es genau nimmt.
Ja, dann haben wir die Geschlechtsöffnung, Mündung der Harnröhre. Zu der Harnröhre sei auch zu sagen, ja, beziehungsweise zu dem ganzen harnableitenden System. Das Meerschweinchen an sich selber konzentriert den Urin sehr gut und sehr hoch. Das heißt, wenn man so einen Urin mal sieht, wie er dort abgeht bei so einem Meerschweinchen, werden wir hier wahrscheinlich auch sehen, heute gleich, dass man hier dementsprechend dann bei der Untersuchung immer ausreichend Lappen da hat oder wenn die Möglichkeit besteht, dass man dann einen Stick hat oder halt schon mal Urin sammelt, wenn zum Beispiel hier Erkrankungen der harnableitenden Organe zum Beispiel vermutet werden. Ja, so sieht es dann dementsprechend aus. Das nächste Foto, was wir dann hatten, das waren die verklebten Perinealtaschen. Ich würde sagen, der Michel holt schon mal den, wie heißt der, Tattoo? Den Tattoo rein. Ja. Ich erzähle euch noch mal kurz, was wir halt so brauchen. Also Michel steht da, nicht wundern, der geht jetzt gerade raus. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall ein Fieberthermometer, um einmal die Temperatur zu nehmen. Wie gesagt, ich sehe den heute auch, ich muss mir überlegen, zum zweiten Mal. Ja. Eine Waage, ganz wichtig. Ich habe mir da jetzt so eine Kleintierwaage geholt. Die haben wir da halt schon stehen. Ja. Gegebenenfalls eine Krallenschere, weil auch hier ist immer das Problem bei Meerschweinchen, dass man, nimmst du ihn eben noch ein bisschen auf den Schoß, dass man die halt dementsprechend halt ganz oft nicht die vergisst, sondern man vergisst ganz oft hier einfach die Krallen mal zu kontrollieren. Das heißt, wenn die outdoor laufen, ja, das sind ja Wühlmäuse, ja, also Maulwürfe sind ein Witz dagegen. Ja. Wir hatten die hier bei uns mal Haufen outgesourced in einem Gehege und auf einmal waren da überall Löcher im Boden und die Meerschweinchen waren weg. Ja, und die haben sich da Höhlen gebaut und dementsprechend brauchte man die Krallen auch gar nicht einkürzen, weil die haben die sich so weggewühlt. Und ich schaue jetzt gerade mal hier bei Tattoo, die sehen auch schon wieder sehr, sehr kurz aus. Haben die schon wieder geschachtet draußen? Nee, ne? Genau. Gut, müssen wir mal wieder gucken, nicht, dass auf einmal 6 Meerschweinchen fehlen und beim Nachbarn wieder auf dem Grundstück auftauchen. Also, die wühlen ganz schlimm. Was braucht man noch? Ein Stethoskop und ganz links auf der Seite, da liegt mein Otoskop. Ja, man braucht jetzt kein Ophthalmoskop. Ja, hätten wir heute auch benutzen können, weil er hat Probleme mit den Augen. Da habt ihr aber nichts von. Ich werde euch das dann halt zeigen. Wir werden dort dann dementsprechend mal mit unserer kleinen Handycam ranfahren, sodass ihr dann halt auch die Augen seht. Ja, sonst braucht man eigentlich soweit nichts. Wie gesagt, Waage hatte ich schon gesagt. Pulsoximeter, das Ohr ist gut durchblutet. Wir schauen uns das gleich mal in Ruhe an. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Untersuchung. Ich lasse euch da jetzt so auf den Behandlungstisch geschaltet, halte euch gleich den Tattoo dahin. Ihr seht mich dann halt nur von oben mit meinen Händen. Ich sage euch da aber was dann zu und der Michel ist dann so lieb und wird dann die Kamera halt dementsprechend bedienen. Ja, würde ich sagen, schnacken wir nicht lange. Gehen wir dann mal ran. Ja, den brauche ich noch nicht. Ich muss jetzt noch Platz schaffen. So, also das bin ich hier. Das ist Promi, der geht jetzt weg. So, was haben wir hier? Ich habe mir halt so eine Waage gekauft. Ja, das ist eine Kleintierwaage. Ja, man kann aber natürlich auch dementsprechend bei den schwedischen Kaufhäusern sowas halt auch erwerben. Ein Veterinärthermometer lege ich mir hier hinten hin. Eine kleine Krallenschere, so. Wobei meine Friseurin gesagt hat, immer alles mit dem Daumen bedienen, ja. Weil, ja, ich lasse das einfach mal so stehen. Und ein Pulsoximeter. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Das ist, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr schon mal im Krankenhaus wart. Das ist so ein Clip, den legt man an die Ohren, ja, und dann piept das und sagt einem die Sauerstoffsättigung an und zum Beispiel auch hier dann den Puls. Darum geht es mir eigentlich, dass wir halt dementsprechend mal sehen, wie so ein Meerschweinchen eigentlich tickt von innen vom Puls her. Und natürlich dann hier noch unser Otoskop. Hier eins von der Firma Heine, ja, ohne LED-Beleuchtung, ja, dass man mal, wenn man den Verdacht hat, dass man Milben hat, dass man halt hier auch ins Ohr reinschauen kann. So, dann würde ich sagen, schnappe ich mir mal den Tattoo.
setz den da mal so hin. Guten Tag. Ja. Das Erste, was schon auffällt, er will weg. Ja, ist gut, bleib mal hier. Ja, das heißt, unser Meerschweinchen, was wir jetzt sehen, der ist schon orientiert. Ja, das heißt also hier, er ist orientiert im Raum, das, was man hier am Ohr schon sieht. Ja, er ist kein Kind von Traurigkeit. Ja, und man sieht hier schon deutlich, dass er sich mal gepelzt hat. Ist nicht schlimm. Ja, ich empfehle immer bei solch Verletzungen, hier Michael, komm mal eben kurz ran, du hast die Kamera schon da, schalt mal eben um auf die andere Kamera, genau. So, wenn man da jetzt mal ran schaut, das ist so eine leichte Verletzung, die wir hier sehen. Die werden wir nachher schön, danke, schalt es wieder um auf die andere Kamera. Genau. Propolis-Salbe, hervorragend, um das zu behandeln und zu versorgen, empfehle ich immer wieder, kann man sich entweder bestellen oder sogar, wenn man die Möglichkeiten hat, das selbst dementsprechend beim Imker oder halt in der Apotheke halt herstellen lassen. So, wo fangen wir jetzt an? Beim Meerschweinchen. Beim Meerschweinchen fangen wir immer an bei den Augen. Ja, das heißt, wir schauen uns mal hier die Augen an. Und hier sieht man schon, die Augen, die sind schön eingetrübt. Ja? Das ist schon pathologisch. Der Michel schaltet jetzt mal eben die Kamera wieder um. Und wir schauen uns mal die Augen vom Tattoo an. Fahr da mal direkt dran. Ja, also da sieht man schon so leichte Eintrübung. Wir wechseln mal die Seite. Da sieht man es ganz deutlich. Deutliche Eintrübung, also wirklich so ein Katarakt. Das geht, danke schön, schalt es wieder um. Das kann ganz schnell passieren. Degus sind auch ganz schnell dazu empfindlich, eine Eintrübung zu gewinnen, zum Beispiel hier bei zu zuckerhaltiger Fütterung. Gut, also Augen haben wir uns angeschaut, dann schauen wir uns mal die Zähne an. So, auch die Zähne. Michel, einmal die kleine Kamera. Ein kleiner Kameramann. So, sieht noch gut aus. Wir können die auch schön verschieben. Ja, auch hier die Nase schön frei. Alles super schön. Auch die Zähne an sich selber. Ja, die kleine Zunge. Ach, guck mal, wie sie macht. Ja, man könnte da jetzt auch noch ins Maul reinschauen. Wir schauen uns gleich mal die Ohren an. Fahr da auch mal kurz ran. Sauber. Ja, ein bisschen krümelig sind sie. Ja, mein Gott, die werden halt draußen gehalten. Alles soweit ganz gut. Dann gucken wir uns mal die Pfoten an. Los, die Pfote. Ja, sieht hier kleine Hobbit-Füße. Ja, leicht behaart. Aber auch schön die Krallen. Ja, schön sauber. Ja, nicht großartig abgewetzt. Ja. Oder blutig oder entzündet, das sollte man auf jeden Fall immer schauen. Auf der anderen Seite schauen wir auch, das sieht sehr gut aus. Hier so ein bisschen Überhang von der Kralle, da würde ich jetzt aber noch nicht groß irgendwie was dran machen wollen, das würde man dann dementsprechend abwarten. So, ich starte jetzt mal das Pulsoximeter. So, der Michel leuchtet da mal eben rauf. Gehen wir hier ans Öhrchen ran. Und schauen wir mal, ob er was tasten können oder ob unser Tattoo so aufgeregt ist. Setz nochmal nach. Ja, scheint nicht zu klappen gerade. Sind zu viele Haare dran. Nehmen wir mal das andere Ohr, schauen wir mal. Jo.
So, er braucht immer einen Augenblick, bis er was hat. Ja, ihr seht jetzt hier schon eine Pulsfrequenz von 256. Die Sättigung liegt bei 88. Das ist nicht ganz so super. Ja, das heißt hier schon Atemwegsprobleme vielleicht vorhanden, die man mal nachgucken sollte. Das kann aber auch jetzt damit zu tun haben, dass das Meerschweinchen jetzt halt hier zu viel Fell auf den Ohren hat. Aber ihr habt halt gesehen, dass man da schon gut mit sehen kann, weil ganz ehrlich, was war das eben für ein Puls? Wie viel hatten wir da? 200 noch was. Das ist natürlich das Problem, dass man hier mit dem Stethoskop nicht relativ viel ausrichten kann. So, dann schauen wir einfach mal in die Ohren rein. Kannst du mal von oben reinhalten? Kann man das erkennen? Geh mal richtig ran. Ja, da sehen wir jetzt ein bisschen Dreck drin. Ist aber relativ unspektakulär. Licht aus. Das andere Ohr. Licht an. Ein bisschen Ohrenschmalz ist halt drin. Gut, aber sonst nichts Wildes. Gut, kannst du gleich hier bleiben mit der Kamera. Dann schauen wir uns den, ja, hast ja gleich geschafft. Dann schauen wir uns den Tattoo jetzt nochmal von unten an. Dafür machen wir so einen Y-Griff und legen uns das Meerschweinchen, das dicke Meerschweinchen, ja genau, mal auf den Bauch. Sehen hier die Geschlechtsorgane, könnt ihr die sehen? Ja, ne? Da, das ist der Piemann, ja. So, ist alles schön sauber, keine Hoden mehr, weil kastriert. Wir schauen uns mal die Füße von unten an. Auch die Füße super gut, die Krallen top in Schuss, nichts drin. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht bei unserem Tattoo hier, das ist das Gewicht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Du bleibst mal schön hier. Fliehen bringt nichts. So, null. Schauen wir mal. Ja, mal Keule. Weihnachtsgewicht erreicht, würde ich sagen. Ja, würde ich auch schnell weglaufen. Ja, also fast 1400 Gramm. Ja, er ist deutlich an der Grenze. Ja, gut, kannst wieder umschalten auf die andere Kamera. Zack, da sind wir wieder. Hallo, ein bisschen heller. Ja, das, was wir jetzt nochmal machen, ist Fieber messen. So, Michel, einmal noch eben. Nö, brauchst du nicht, das machen wir so. Alles top, absolute Kerntemperatur erreicht, alles gut. Gut, Michel, ich gebe dir den mal eben hin. Kamera kann erstmal weg. Den Tattoo wieder hin. So, nicht, dass ich mich jetzt hier verhedder. So, gehe ich mal wieder rüber. So. Mal eben ein bisschen Platz machen hier bei der Inge, die sitzt hier noch und will mit mir kuscheln. So. Und dann schauen wir mal eben noch zwei Sachen an. Soll ich mal eben kurz hier den Rechner eben wechseln. Ja, ihr habt also gesehen, das Problem beim Tattoo war also eigentlich nichts anderes, als dass er hier, ich suche nochmal in die Folie, so ein bisschen falsch ernährt wurde. Ja, und zwar, so, wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal kurz wieder hier schauen, dass ich hier mal einen Dreh reinkriege. Zack. So, da seht ihr mich wieder. Hallo. 1400, ich glaube 1380 oder was er eben hatte, ne? Also schon grenzwertig. Ihr habt auch gesehen, am Bauch so teilweise das Fell schon weg, weil der Kessel über den Boden schleift, der Bauch. Das Problem ist einfach, ganz viele
Besitzer verstehen den Begriff nicht der abwechslungsreichen Ernährung. Ja, hallo Inge. Ja. Der abwechslungsreichen Ernährung. Ja, ich habe hier mal so ein Beispiel. Ja. Abwechslungsreiche Ernährung beim Meerschweinchen. Unterschiedliche Farbe, unterschiedliche Form, unterschiedliche Konsistenz, unterschiedliche Geschmackrichtung, Verpackung, unterschiedlicher Preis. Alles ist Zucker. Wenn man sich das mal anschaut, hier haben wir schön Gemüseteller, unten einen Fruchtteller, oben eine Kombination, eine Komposition fürs Meerschwein. Man sieht immer wieder, dass die so einen Obstteller kriegen. Ne? Da sind dann Möhren drin, da sind Apfelspalten drin. Ja? Wichtig ist natürlich hier, dass man den Leuten klar macht, auch dieses hier ist nur Zucker. Ja? Und wir treiben das jetzt nochmal auf die Spitze, ja, und schauen uns mal einen Apfel an. Und selbst beim Apfel sehen wir hier, ja, er besteht eigentlich nur aus Wasser und Zucker. Ja? Und jetzt muss man sich dann überlegen, was tue ich dem Tier damit an? Und das sehen wir hier. Ja? Beim Dego zum Beispiel kann die Verfütterung und auch hier in diesem Fall beim Meerschweinchen, beim Tattoo, zum bzw. Diabetes und auch natürlich zum Katarakt führen. Das, was wir hier unten sehen, ja, das haben wir auch eben gesehen bei unserem Tattoo, also bei dem Tattoo. Und wenn man sich dann überlegt, dass das Meerschweinchen wirklich ein Grundgewicht haben soll, wo hatten wir es da? Ein Grundgewicht haben sollte, ja, was heißt sollte? Das wird eigentlich empfohlen von 1200, ja, da ist natürlich klar, was hier halt Phase ist. Ja, wenn man sich Müslis anguckt, also hier auch nochmal bis 1400 Gramm, also Tattoo ist gerade so noch im Rahmen drinne. Ja, von den Inhaltsstoffen, wenn man sich so ein Müsli anschaut, sieht man halt auch hier dementsprechend, es ist wieder nur Zucker drinne. Ja, es gibt auch welche, die sind zuckerfrei. Zuckerfrei heißt aber unter Umständen, dass kein Zucker extern zugeführt wurde. Da ist sehr wohl Zucker drinne, nämlich Reste vom Fruchtzucker oder halt von den Produkten, die den Zucker von Natur aus schon mitbringen. Das heißt also, hier darf man sich wirklich nicht, blenden lassen. Dem Tier schmeckt das richtig gut. Ne? Das heißt, wenn man sich das anguckt, gesünder als, ne, ist natürlich klar, Zucker pur, ja, dann das Obst und natürlich auch hier dementsprechend ausgewogene Ernährung. Für Meerschweinchen, so wird es gepriesen. Schaut euch das Müsli mal an. Das ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Müslis. Wenn man das natürlich sieht, das sind Kohlenhydrat- und Zuckerbomben für die Tiere, was sie so von der Genetik her, von ihrer Ernährungsphysiologie überhaupt nicht kennen, sich aber dementsprechend halt vollstopfen damit, weil es natürlich auch gut schmeckt. Kann man bei uns teilweise auch sehen, ja, das Thema Fleisch, auch immer so eine Sache. Früher gab es nur einmal in der Woche, meistens am Wochenende oder zu Feiertagen Fleisch. Heutzutage bombt man sich mit Fleisch voll oder mit gehaltvoller Kost. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, woher mein Bauch kommt. Ja, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Das nennt man dann schon aber Zivilisationskrankheiten. Ja, wenn man sich das weiter anschaut, ist das auch keine ausgewogene Ernährung. Ich versuche mich mal oben einzublenden, das müsste eigentlich noch passen. Plopp, da bin ich. Keine ausgewogene Ernährung, sondern das ist pelletierte Form. Das heißt, hier sind keine Faserbestandteile mehr vorhanden. Der Körper kann es sofort aufnehmen. Es ist ein reines, schieres Mastfutter. Von der ernährungsphysiologischen Seite her hier natürlich so absolutes... Was ist denn? Nein, Inge, das ist kein Futter. Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass meine Taube jetzt gleich in den Monitor springt und versucht, da was wegzupicken, weil wir haben sie vorhin vom Frühstück weggeholt. Und war Frühstück, ne? Ja, Michel nickt. Ja. Das heißt, auch hier, sowas ist natürlich keine ausgewogene Ernährung, so wie man sie dann halt dementsprechend kennt. Schaut euch mal das hier an. Abwechslungsreiche Ernährung, auch wieder hier, unterschiedliche Farbe, Form, Konsistenz, Geschmack, unterschiedlicher Preis, aber
Ganz wichtig für unsere Meerschweinchen, für die Ernährung der Meerschweinchen, ja, Faserbestandteile. Tolle Faserbestandteile, wo man wirklich sagen kann, ja, hallo, hör mal, ja, das ist genau das, was das Meerschweinchen halt dementsprechend braucht, alleine schon ernährungsphysiologisch für die Fermentierung in den Därmen, so dass natürlich auch hier halt dementsprechend keine Differenzen halt auftreten können. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kriegt man, beziehungsweise was mache ich, wenn man, ja, wie soll ich das sagen, wo kriegt man vernünftiges Grünzeug? Wenn ich jetzt sage Grünzeug, hört sich auch doof an, ne? Wo kriege ich Grünzeug halt dementsprechend her? Man muss sich das so vorstellen, man hat heutzutage genug Möglichkeiten, auch hier, Moment, da sind nochmal so Zähne, auch hier auf dem Markt oder Leute anzusprechen, ja, wo man Heu herkriegt, hochwertiges Heu, oder man fährt raus aufs Land, schaut, wo Pferdehaltung ist, fragt dort nach und sagt, ich brauche hochwertiges Heu, was dort auch nicht immer der Fall ist, aber heutzutage sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Wichtig ist halt hier, dass bei der Ernährung auch auf ein Aspekt ganz stark geachtet wird. Ich switch euch da mal eben hin, weil wenn man solch desolate Zähne halt sieht beim Meerschweinchen, kann das natürlich klar A, auf der einen Seite nicht mehr vernünftig die Gräser abnagen, zerkleinern, hier jetzt immer die Schneidezähne. Es können natürlich auch Probleme bei den Backenzähnen vorliegen, dass man dort natürlich hinschaut. Die Frage ist, woran merkt man das jetzt eigentlich, dass die Zähne dementsprechend desolat sind? Ja, die eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass das Tier anfängt, das Futter immer weniger zu konsumieren. Ja? Oder dass das Meerschweinchen, und das ist eigentlich immer so ein Trugschluss, wo man dann sagt, guck mal, der trinkt sich satt, der hat den ganzen Mund nass. Nein, das kommt nicht vom Trinken, das ist Speichel, der auf eine aktive, starke Zahnsymptomatik hindeutet. Und da muss man dann mal das Tier anfassen. Ganz viele Leute haben dann als Patienten das Problem, das Tier anzufassen, weil sie Angst haben, dass es beißt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Schneidezähne, die immer weiter rauswachsen. Die schieben ja nach bei den Meerschweinchen, bei den Ratten und bei den Hasen. Ja, ich kann euch mal eben, dazu muss ich mal eben hier zurückzwitschen, ob wir da noch mal eben einen Hase haben mit langen Schneidezähnen. Nö, hier pathologisch, Meerschweinchen. Ich zwitsch euch dahin, schaut mal, na, Technik, schaut euch das an. Ja, das sind hier Meerschweinchen, ja, und die haben eine Zahnlängung, ja, und wachsen so zwischen 1 und 3 mm pro Woche. Das heißt also hier, wenn das nicht abgenutzt wird durch Knabberhölzer oder halt starkes Futter mit hohen abrasiven Stoffen, mit Phytolithen, also Silikatverbindungen, Einlagerungen im Gras, kann sich das Tier natürlich dementsprechend die Zähne nicht abnutzen. Voll fies. Das heißt, das Holzhäuschen, was man im Habitat halt mit hatte, ja, das wird rausgenommen, weil sie das immer zerstören. Die nagen das immer ab, die blöden Schweine. Warum machen die das? Die machen das nicht, um das Gebäude, das Häuschen, dieses Rückzugsörtchen zu zerstören, ja, sondern hier, um ihre Zähne dementsprechend abzunutzen. Schaut euch die Nutrias an oder die Biber. Wenn die nicht nagen würden, ja, dann hätten die auch so Zähne von hier bis, die würden dann rumrennen wie Antje das Walross. Und dementsprechend gibt es dann hier auch pathologische Zahnerkrankungen. Ja, das heißt, wenn man so ein eingesabbertes, ich wollte gerade sagen, Schnäuzchen hat, so ein Maul hat, dann kann das schon mal beim Meerschweinchen stark darauf hindeuten, dass das sich nicht satt trinkt, sondern dass das hier Speichel ist durch die Penetration der Zähne in den Ober- oder dementsprechend in den Unterkiefer. Schaut euch das Bild hier unten rechts mal an, da seht ihr das schon komplett schief abgekaut, und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn jetzt hier ein Maul, das Maul verschlossen wird, wo diese Zähne halt dementsprechend halt hinwandern. Na, Inge, was ist los? Kannst ruhig Sitz machen, ist alles gut. Sind gleich mit durch. Ja, wo das dementsprechend hinwandert und was das dann auch für Schmerzen unter Umständen auslösen kann. Wir zwitschen nochmal eben ein weiter. 2,2 bis 3
1,6 mm pro Woche. Was dann passieren kann, ist sowas, ja, dass man hier wirklich sagt, ein Zahn frakturiert, ein Zahn bricht ab. Ja, und jetzt stellt euch das bei euch vor, ne? Ihr beißt, knabbert da so rum in einer oder an einer Möhre, ja, und die Möhre zerstört euch auf einmal eure Schneidezähne. Habt ihr gar keinen Bock mehr auf Möhre, weil das tut auch weh. Kann hier unter Umständen auch wehtun. Was macht man da jetzt, wenn die zu lang halt wachsen? Ja? Das Problem ist, man kann sie einkürzen. Ja? Das sollte aber dann dementsprechend an fachkundiger tierärztlicher Hand gemacht werden. Zum Beispiel hier gegebenenfalls mit einer kleinen Sedierung. Ja? Und dass man hier mit einem Maulspreizer oder mit einem Wangenspreizer das Tier dann fixiert, vergattert und dann halt dementsprechend über eine mechanische Hilfe, meistens sind das so kleine Drehmühlen, die Zähne einschleift. Weil es gibt auch hier die genetische Form und die genetische Form halt Missbildung, so wie wir es dann halt hier dementsprechend halt sehen. Das heißt vom Aufbau her alle relativ gleich. Aber wenn halt genetische zum Beispiel halt das Thema, was wir hatten, was die Paarungsbereitschaft angeht, kann sowas schon mal passieren. Ja, Krallen hatten wir auch hier. Nochmal das Thema Krallen nochmal zum Schluss und dann sind wir auch schon fast mit durch. Ja, schaut euch die Krallen hier mal an. Ja, da sieht man schöne Korkenzieherkrallen. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Mensch, sowas muss man doch merken, sowas muss man doch sehen. Nö. Ihr glaubt gar nicht, was teilweise so in den Praxen bei uns ankommt, wo man dann wirklich sagt, alter Schwede, okay, man kürzt die dann ein mit einer kleinen Krallenschere. Haben wir jetzt eben nicht benötigt, aber sowas, das sind halt, achso, das Bild sollte ich euch vielleicht auch noch zeigen. So, das sind dann halt so Fälle, wo man dann halt sagt, ey, alter Schwede, ey, das ist ja der Hammer. Und damit laufen die. Das sind natürlich dann auch Fehlhaltungen, Haltungsstörungen, was die Gliedmaßen angeht. Ja, wo man dann wirklich sagt, oh mein Gott, ein bisschen mehr Pflege, man schneidet die dann runter, ja, so weit, wie es dann halt möglich ist, natürlich halt nicht ins Leben rein. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, von der Haltung her eigentlich hauptsächlich zwei Probleme. Ein Problem, die Ernährung, das haben wir jetzt eben gesehen, wie gesagt, beim Tattoo. Der bleibt jetzt erstmal hier zu uns, zur Kur, ja, und wird natürlich ein bisschen jetzt mal vom Volumen runtergebracht, aber da sorgen unsere Meerschweinchen-Damen schon zu, dass der sich ein bisschen mehr bewegt. Also Haltung, das Fressen, das Futterangebot, wie gesagt, ganz einfach zu halten, das Meerschweinchen, Wasser, Heu, Stroh, ja, und gegebenenfalls zur Vitamin C-Versorgung, Präparate oder Vitamin C-haltiges Obst, ja, zum Beispiel Hagebutten zum Winter hin, damit die ein bisschen Unterstützung fürs Immunsystem bekommen und natürlich halt auch die Krallen kontrollieren bei Indoor-Haltung. Halt, die laufen halt nicht auf Sand, so wie bei uns oder auf dicker, fetter Hackspäne, ja, sondern die haben halt hier dementsprechend Hackspäne, übrigens auch gut zum Abnagen, ja, laufen dann halt auf Plastik rum, können sich die Krallen dementsprechend nicht ablaufen. Und wenn man das alles beherzigt, von der Grundfläche natürlich auch, ja, wo man dann sagt, pro Meerschweinchen 1,5 Quadratmeter Minimum Grundfläche. Wenn man das dann beherzigt, hat man einfach ein Meerschweinchen-Paradies geschaffen, ja, was abwechslungsreiche Ernährung, was abwechslungsreiche Haltung angeht, ein bisschen interessant gestalten das Habitat. Dann hat man auch teilweise über 10 Jahre was von den Meerschweinchen. Das war es jetzt genug, rumgeferkelt mit den Meerschweinchen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Die Inge geht mal eben kurz was essen. Gesundheit, Michel. Ja, um 12.30 Uhr sehen wir uns wieder mit dem Thema Untersuchungsgang Huhn. Da kommt unsere Urte dann ins Spiel. Ich erzähle euch dann wieder ein bisschen theoretisch was. Worauf kommt es beim Huhn an? Was ist halt wichtig, beziehungsweise was ist halt dementsprechend oder wo ist drauf zu achten? Wir gehen jetzt in die Pause, genau 12 Uhr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis gleich im nächsten Vortrag. Euer Dirk Röse. Bis gleich.